Ja, das ist gelogen, das ist falsch. Vielleicht werdet ihr sogar am Leben bleiben. Schön, danke. Was für ein Murks. Ich weiß schon, warum ich immer die Spiele auf Englisch spiele. So, Durlak, hast du was zu sagen, ob dieser Lügen von den Steingolems? Ihr habt den Raum gefunden, der euch den Weg weist, aber ihr seid noch nicht fertig, der Weg ist noch nicht frei. Versteht die Pfade, die fortführen von hier, und ihr werdet zurückkehren. Tagebuch, das sollten wir mal lesen. Dieses Phantom des Durlak sagt, ich hätte die Pfade, die ich benötige, noch nicht richtig verstanden. Oh, das da drüber ist auch interessant. Ich habe einen mächtigen Ghoul namens Grael getroffen. Er hat mich vor einem Tanari-Wesen und seinem Todesblick gewarnt. Ein Blick, der doch kein Blick ist. Das klingt noch furchterregender als der Blick des Basilisken. Ich frage mich, ob herkömmliche Vorsichtsmaßnahmen hier überhaupt helfen können. Ich werde mir das merken, obwohl ich nicht glaube, auf ein solches Wesen zu treffen. Grails Kampf liegt schon sehr lange zurück. Ja, doch, ich denke schon. Ich habe ein Phantom getroffen, vielleicht war es Durlak selbst. Es sagte, dass der wahre Geist Durlak schon seit langem vergangen ist, dass aber sein Hass und seine Furcht, durch jede Turm auch erbaut wurde, ihn noch aufrechterhält. Das Phantom sagt, ihr müsstet zwei Pfade erkennen. Okay, die Furcht haben wir gerade. Sein Hass fehlt vielleicht noch. Danach werde auch der Weg klar. Es scheint auch etwas von mir zu wollen. Es sagte, dass ich hier seit kurzem ein bösartiges Wesen befinde, das nicht zum Turm gehöre und da vertrieben werden muss. Ich habe eigentlich keine Lust, den Lakaien für dieses Wesen zu spielen, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Außer, dass ich einfach gehe. Was wir zwischenzeitlich auch gemacht haben. Aber na gut, eine große Heilung noch für Girugon. Du heilst kurz Imoen, dann rasten wir kurz und dann schauen wir uns weiter um. Auch wenn ich nicht wirklich wüsste, wo noch. Die Tür war verschlossen. Die Tür könnten wir jetzt noch testen. Oder wir müssen irgendwo hingehen, wo wir schon mal waren. Vielleicht nochmal zu den Steinkopf. Naja, ausruhen. Ja, soweit, so gut. Heilung. Und Heilung. Und dann... Nanu? War das vorher auch schon da? Ja, war es, stimmt. Aber wir hatten keine Tür gefunden. Naja, Immun ist eh schneller. Ihr könnt schon mal dahin vorgehen. Findet aber nichts, ne? Nö. Mit Islaine reden wir garantiert nicht. Die will uns nur wieder rausschieben. Na gut, Immun hinterher. Und wir trippeln jetzt alle zu dieser einen Tür. Obwohl, warum alle? Immun... Den Kompass-Schlüsselstein. Den Knochenschlüsselstein werden wir wohl kaum brauchen. Der war ja nur für die Maschine. Kannst du genug tragen? Ja. Dann husch mal. Erstmal dahin. Dann nach oben. Ja, das Ganze solltest du auch getarnt machen für den Fall, dass irgendjemand hier respawned ist. So, gelungen, das ist schon mal gut. Hier wollen wir nichts. Wir wollen zu der Tür da. Hoffentlich ist das die richtige Tür, weil sonst fällt mir echt nichts mehr ein. Ajo, war die richtige Tür. Und hier ist so ein kleines Kämmerlein, das heißt, die Gruppe muss gar nicht hinterher. Du such mal nach Fallen, hier ist bestimmt was. Eine Kiste. Ein Haufen, ein Thron, der garantiert eine Falle hat oder sowas Wichtiges. Und das war's. Na gut, ich speichere mal. Und Augen zu. Oh, nein. Na gut, vielleicht haben wir jetzt ja Glück und wir können das mit gesundem Menschenverstand und unserem Wissen über diesen Turm wirklich mal lösen. Was hast du mir zu sagen? Boah, ist ja noch mehr als vorher. Das ist das Ende aller Dinge. Hier
hier stand ich und schlug sie einen nach dem anderen nieder, meine Familie und meinen Clan mit ihren falschen Gesichtern. Sie ließen allen Schein fallen und erhoben ihre Waffen gegen mich. Ich habe sie bis auf den letzten bekämpft, tötete die Gestaltwandler, die in ihre Form genommen hatten. Ich verfluchte sie dafür, dass sie meinen Turm zerstört hatten, aber sie waren gar nicht das wirkliche Böse. Das wirkliche Böse konnte mein Volk nicht vor dieser Täuschung bewahren. Das wirkliche Böse versteckte sich vor dem Leben angesichts dieser Tragödie. Schuld hat das wirkliche Böse. Dies ist das Ende aller Dinge. Antwortet, wem die Schuld zuzuweisen ist. Okay, wer hat Schuld? Wen haben wir denn alles zu Hause? Wir haben die Eindringlinge. Die haben auf jeden Fall Schuld daran, dass die Familie von Dullak gestorben ist. Und sie haben Schuld an ihrem eigenen Tod. Dullak. Nee, er hat eigentlich keine Schuld. Er wollte nur ein Heim bauen. Außer er ist verrückt geworden und es gab keine Gestaltwandler. Aber nee, das denke ich nicht. Wir haben ja ein paar hier getroffen. Vor allem weiter oben. Seine Kinder werden nicht Schuld haben. Die Handwerker schon mal gar nicht. Da gucke ich mir mal die Auswahlmöglichkeiten an. Die Auswahlmöglichkeiten sind die Eindringlinge, die Handwerker. Die Eindringlinge, aber sie hatten einen guten Grund. Oh. Die Schuld beginnt bei den Eindringlingen, aber sie griffen aus gutem Grund an. Ihr könntet auch euren Clan beschuldigen, aber sie befand sich unter dem Schutz eures Selbstvertrauens. Die Handwerker taten nur ihre Arbeit. In euren Augen seid ihr derjenige, der die Schuld an dem trägt, was vorgefallen ist. Ja, ich muss auch mal bedenken, das ist hier nicht objektiv zu sehen, sondern subjektiv von Dullak aus. Es geht nicht darum, wer wirklich Schuld hat, sondern wer er denkt, dass... Also... wer in seinen Augen die Schuld trägt. Genau. Und das ist höchstwahrscheinlich er selbst. So zerfressen, wie der Geist auch war von sich selbst. Niemand trifft die Schuld? Nee, das wird er nicht denken. Euer Clan? Nee. Und wieder die Handwerker. Nee, ich denke, es ist er selbst. Also, dass er denkt, dass er selbst Schuld hat. In euren Augen seid ihr derjenige, der die Schuld an dem trägt, was vorgefallen ist. Endlich mal konnten wir es mit Logik lösen. Ihr habt es verstanden. Vielleicht werdet ihr sogar das überleben, was ich nicht überlebte. Und wir werden wieder zum Geist gebracht? Ja. Du geh mal weg da, nur so für den Fall, dass der Geist böse wird, warum auch immer. Aber irgendwie haben das Geister so an sich. Du sprich mit ihm. Ihr werdet diesen Ort überleben. Ihr versteht, was den Hass schuf, die Furcht. Nun müsst ihr verhindern, dass es schlimmer wird. Ein Wesen unten, mächtig über alle Maßen, müsst ihr aus dem Weg schaffen. Oder es wird diesen Ort sein eigen nennen. Solch eine Festung, unzugänglich. Wenn sie in seinem Bild erneuert wird. Wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern. Und es geht uns nicht um Profit. Also, wo es bekämpfbares Übel gibt, werde ich es ausrotten. Es wird immer Böses zu bekämpfen geben, innen und außen. Tut, wie es euch beliebt. Der Weg ist frei. Folgt mir. Ah, da macht er jetzt wahrscheinlich... ganz langsam die Tür da hinten auf. Na gut, aber wir sollten uns nicht ihm im Weg stellen, sonst verbacken wir das Ganze irgendwie. Also ich denke, er geht halt da hinten hin und macht die Tür auf. Oder er geht zu seiner Frau und lässt sie uns irgendwo hin teleportieren. Haben wir hier noch was? Nö. Nee, es wird schon die Tür da hinten sein. Oh komm schon, du bist ein Geist, du kannst durch Wände gehen und bist unsterblich und so. Lauf einfach schneller. Oder verschwinde. Na gut. Unbedingt jetzt richtig abspeichern. Vorher gucken, ob wir alle Zauber haben.
LP99, das ist ominös genug. So, und was hast du? Du hast noch alle Heilungen. Du hast noch alle Zauber. Ja, soweit, so gut. Dann gehen wir mal einen Schritt zurück und schicken einen unsichtbaren Immerhin vor. Einen unsichtbaren schnellen Immerhin. So, wird jetzt sichtbar und gleich wieder unsichtbar. Thronsaal und eine Treppe hoch. Wie heißt denn du? Claire Delane. Schöner Name. Bist du böse, Claire? Islaine? Achso, nee. Nö, sie ist anscheinend nicht böse. Na gut, dann guck du mal nach Fallen. Oh, immer war die ganze Zeit sichtbar. Ups. Ah nee, war sie nicht. Ja, das ist komisch. Oh. Sie war doch unsichtbar. Na gut. Bleibt, wo ihr seid. Mein Bogen ist auf euren Hals gerichtet. Und ihr kommt nicht lebend an mich heran. Beruhigt euch, ich bin nicht euer Feind. Wer seid ihr? Wer ich bin? Ich bin eine dumme Gans, die dachte, sie könne diesen Turm einnehmen, wie ein albernes Koboldlabyrinth. Ihr seid also auch ein Irrer? Macht lieber gleich euer Testament, denn wenn ihr vorhabt, hier zu bleiben... Meine Begleiter sind noch ein Stück weiter vorgedrungen, während ich mich hier von einem Schlag auf den Kopf erholte. Tot sind sie, alle. Und wir sind auch bald dran. Man nennt mich Claire Delane. Und ich sollte schon längst unter der Erde sein. Das müsste dann die Gruppe sein von dem Sohn, den wir finden sollen. Und was ist geschehen? Informationen sind immer gut. Ich sah Spuren eurer Gruppe. Ihr müsst geschickt genug gewesen sein, soweit zu kommen. Wir waren weder schwach noch feige. Unerfahrenheit und Dummheit haben uns zu Fall gebracht. Sie gingen voraus, während ich mich einen Moment ausruhte, und ich hörte sie sterben. Ich hörte, ich hätte so junge Burschen nicht an einen solchen Ort bringen dürfen. Ja, denn das ist wohl wirklich der Sohn von einer Frau. Sie waren zu allem bereit, aber sie sahen die Gefahren nicht. Wir können Fallen entschärfen und einfache Monster umbringen. Aber das wahrhaft Böse, ich hätte sie nicht mitbringen dürfen. Das wird wohl dieser Dämon sein. Mit dem Akzent in der Mitte da, Tara, irgendwas. Vielleicht sind sie nicht alle verloren. Ihr solltet die Hoffnung nicht so schnell aufgeben. Hoffnung, die verlor ich schon, als ich ihre Schreie hörte und wusste, dass sie nichts tun konnte. Ich wage mich nicht noch einmal an das nächste Geschöpf. Habt ihr nichts gesehen oder gehört? Das Schlimmste ist, dass sie selbst nicht einmal den kleinen Finger rühren. Meine Freunde bekämpfen sich selber oder Monster, die so aussehen wie sie. Ich nehme an, das war passend in Anbetracht der Geschichte dieses Ortes. Aber sprecht mir nicht von Hoffnung, meine Freunde sind tot. Das könnte dann der Blick sein, von dem gesprochen wurde schon mal. Das ist dann wohl kein Todesblick, sondern ein Blick, der wahnsinnig macht oder zumindest Illusionen erschafft. Ihr Name interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Was ist mit euren Begleitern geschehen? Das ist das gleiche wie vorhin. Na gut, dann sollen wir sie wohl nach ihrem Namen fragen. Und wie ist euer Name? Ich würde schon gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe. Das hatten wir auch schon. Wir können sie beleidigen. Oder wir können ihr sagen, dass sie schwach zu schwach ist. Super Auswahlmöglichkeit. Na gut, ich beleidige keine Frau. Vielleicht wart ihr der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Aber ich denke, ich bin es. Ich werde dorthin vordringen, wohin ihr nicht gehen konntet. Ihr wisst nicht, was euch erwartet? Das ist ein Dämonenritter. Oh, den wir oben getroffen haben. Ganz am Anfang. Ja, der war übel. Ein Todesritter. Da hat jemand so viel WoW gespielt. So ein Wesen ist so furchtbar wie selten. Ganz allein könnte es euch alle zerstören. Aber das tut es nur, wenn es beschließt, dass es den Aufwand lohnt. Meine Freunde gingen gegen es an. Als ob es ein klappriges Skelett wäre, und es lachte sie aus. Es machte sie nicht mal die Mühe, sein Schwert zu heben. Ich werde mich vorsichtig nähern. Zurück kann ich jetzt nicht mehr. Es wird keinen Unterschied machen. Ihr habt immer noch keine Ahnung, was euch erwartet. Keine Ahnung.
Ja, dann sollten wir wissen, wie wir ihn bekämpfen können. Durch welche starke Magie war es ihm möglich, eure Freunde so einfach zu besiegen? Ich habe von solchen Dingen gehört, aber ich denke nicht, dass ich so etwas je sehen müsste. Die Kreatur hat auch noch damit angegeben, dieser blasierte Bastard. Er hat einen Spiegel des Gegensatzes oder sowas in der Richtung. Alle, die hineinsehen, werden verdoppelt und müssen gegen sich selbst kämpfen. Wenn sie verlieren, sterben sie. Gewinnen sie, haben sie immer noch ihr Ebenbild getötet. Ich habe gehört, dass das manche Leute in den Wahnsinn treibt. Aber ich dachte nie, es besteht eine kleine Chance. Aber ich würde es dort drin keine Sekunde aushalten.